Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge aus dem September, denn wir sind tatsächlich schon im letzten Viertel des Jahres angekommen. Der Oktober ist da und es wird natürlich Zeit, euch meine September-Neuzugänge zu zeigen. Es sind 13 Bücher bei mir eingezogen. Es sind definitiv weniger, als ich gelesen habe. Ich glaube, ich habe insgesamt 15 Bücher gelesen, was mich immer sehr freut, wenn doch mehr gelesen wird als gekauft. Auch so der Anteil ist relativ gleichmäßig. Es sind 5 echte Bücher eingezogen, 5 E-Books und 3 Hörbücher. Ist eine sehr schöne Mischung. Besser hätte es ja gefühlt oder ausgeglichener hätte es gar nicht sein können. Und wir legen wieder chronologisch los, was bei mir eingezogen ist und warum. Gestartet hat der Monat mit Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin von Charlotte Roth, glaube ich, habe mir nur den Nachnamen aufgeschrieben. Hier haben wir einen biografischen Roman über Michael Ende, den ich im September auch noch gelesen habe. Ich bin ja ein großer Fan von Märchen und auch von den Geschichten von Michael Ende. Unter anderem die unendliche Geschichte ist einfach eine meiner liebsten Geschichten. Und ich habe schon 1 oder 2 Biografien über Michael Ende gelesen oder was darüber von ihm eben auch einfach bekannt ist und fand hier die Idee sehr spannend, dass die Autorin eben ja doch irgendwie einen Roman schreibt mit Dingen, die jetzt nicht unbedingt komplett biografisch nachvollzogen werden können, aber uns doch Michael Ende so ein bisschen näher gebracht hat. Und das fand ich wirklich eine interessante Idee und sie hat auch, glaube ich, mit dem langjährigen Nachbarn von Michael Ende zusammengearbeitet. Und fand ich mega spannend, diese Konstellation und so durfte das Buch dann dankenswerterweise auch als Rezensionsexemplar bei mir einziehen. Dann ist ja im September die Longlist des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben worden, wenn es nicht sogar schon Ende August war. Und ich habe einen von der Long und dann sogar von der Shortlist gelesen, und zwar Kintsugi von Miko Sophie Kümmel, beziehungsweise ist es ja hier jetzt erstmal neu bei mir eingezogen und wurde seitdem eben auch schon gelesen. Ich interessiere mich schon für den Deutschen Buchpreis, entdecke aber sehr selten Bücher, die mich dann auch wirklich auf den Listen irgendwie interessieren. Insgesamt hatte ich 3 Ja-Vielleicht-Bücher auf der Longlist. Und Kintsugi hat es dann sogar auf die Shortlist geschafft, was mich sehr gefreut hat, weil mir auch das Buch wirklich gut gefallen hat. Kintsugi ist, glaube ich, etwas Chinesisch-Japanisches, wenn Porzellan im Grunde in Einzelteile zerbricht, dass man es eben mit einem Edelmetall, meistens mit Gold, verschönert. Es macht eben aus etwas Kaputten etwas Besonderes, ein Unikat und etwas Schöneres als zuvor. Und ähnlich ist die Geschichte, die uns hier eben auch 4 unterschiedliche Menschen zeigt und bei denen eben auch das ein oder andere im Leben kaputt ging, aber es durch mit dem Leben im Grunde irgendwie doch anders, besser, schöner irgendwie gemacht hat. Eine sehr interessante Idee, eine Geschichte, die ich nicht so erwartet habe zu erleben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich 2 Bücher vom Conbook Verlag zugeschickt bekommen. Ich liebe ja Reisedokumentationen, ich liebe den Weltwach-Podcast unter anderem und ich lausche Abenteurern eben super gerne und bin auf den Conbook Verlag aufmerksam geworden und die haben mir dankenswerterweise 2 Bücher zur Verfügung gestellt, die ich jetzt auf jeden Fall im Oktober auch lesen möchte. Zum einen, ich hoffe, man sieht es jetzt mit der Sonne, Wie Buddha im Gegenwind von Gabriela Urban. Hier geht es um eine Frau, die zusammen mit einem Kleinkind, wie man es auf dem Foto dann auch erkennen kann, ich weiß gar nicht, wie alt ihre Kleine damals war, ihr Kleiner damals war. Und sie macht eine Weltreise mit Kleinkind. 22 Länder werden bereist und besucht. Und ich bin sehr neugierig, was Buddha im Titel zu tun hat und was mich erwartet. Ich habe schon gesehen, dass im Mittelteil auch Bilder mit enthalten sind und ich freue mich sehr, diese Weltreise, mehr oder weniger ist es das ja, oder diese Länderreise, dann auch zu entdecken, die eben diese Frau während ihrer Elternzeit gemacht hat. Das nächste Buch, ebenfalls aus dem Conbook Verlag, ist von Nick Martin. Auch einem Podcaster, den ich schon ein ganzes Weilchen folge. Und das Buch ist gefühlt so auch ein bisschen in dieser Welt, gerade in aller Munde. Die geilste Lücke im Lebenslauf. Nick Martin hat nämlich eine Weltreise gemacht, die 6 Jahre gedauert hat und spricht darüber. Das macht er schon im Podcast auf eine sehr lustige, charmante Weise. Er ist ja, glaube ich, Würzburger, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dementsprechend hat er einen wunderbar fränkischen Akzent.
den ich einfach super finde. Ich glaube, es war Würzburg. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich dachte auf jeden Fall, dass es das war. Und er hat dann eben auch im Podcast darüber erzählt, wie dieses Buch entstanden ist. Also, dass er das in der Hängematte im Grunde eingesprochen hat. Und hat dann noch eine Co-Autorin, deren Namen jetzt leider nicht hier draufsteht. Was mich ein bisschen wundert, hier Anita Vetter, die war auch mal zu Besuch bei seinem Podcast und hat erzählt, wie sie das dann eben transkriptet hat und es ihm dann doch irgendwie in seiner Mundart geschrieben hat, obwohl es dann doch ein bisschen deutscher, anders, lesbarer war, als wie er eben spricht. Ich finde Nick Martin super sympathisch und wie gesagt, ich folge ihm sowohl beim Podcast als auch auf Instagram und ja, da musste das Buch jetzt natürlich bei mir einziehen und ich freue mich sehr, ist auch gespickt mit Bildern und ich freue mich wirklich darauf, das dann eben auch so als echtes Buch zu genießen, was halt nochmal was anderes ist, wenn es ein Reisebericht irgendwie ist, als wenn man es als E-Book lesen würde. Das erste Hörbuch des Monats war dann Schicksal und Gerechtigkeit von Jeffrey Archer. Das war wieder gesprochen von Richard Bachenberg, ist der erste Teil der Warwick-Saga. Es wird dann noch einen zweiten Teil geben, der glaube ich im Februar oder März, wenn ich mich jetzt nicht täusche, rauskommt. Und das habe ich auch schon gelesen bzw. gehört im September. Ich bin seit der Clifton-Saga ein großer Fan von Jeffrey Archer, war ja ein bisschen enttäuscht von dieser Cain und Abel-Reihe bzw. kamen dann ja im Nachgang sehr viele Bücher von ihm nochmal heraus in überarbeiteter Form und oftmals war das gar nicht so gekennzeichnet, dass das so ist, was ich einfach sehr schade finde und auch vom Verlag so ein bisschen komisch finde. Die Warwick-Saga ist aber eine komplett neue Reihe von ihm und wir begleiten hier eben William Warwick, einen jungen Mann, schon so ein bisschen auch wieder in seinem Leben. Das ist was ich finde, Jeffrey Archer einfach kann und da er weiß, dass er es kann, macht er es auch. Viele schreiben oder sagen dann immer mal, ja, es ist gefühlt immer dasselbe. Das finde ich gar nicht. Also natürlich ist eine Lebensgeschichte, Dinge, die da drin passieren, dramaturgisch, irgendwie sind die schon ähnlich. Aber jeder Mensch ist halt anders und so schafft es auch Jeffrey Archer eben doch immer irgendwie eine andere Lebensgeschichte zu erzählen. Und dementsprechend war der erste Teil wieder sehr, sehr gelungen, hat mir sehr gut gefallen und ich mag auch einfach Richard Bachenberg als Sprecher super gerne. Dann gab es im September einen neuen Stephen King und zwar Das Institut und ist bei mir eingezogen. Auch dankenswerterweise vom Heine Verlag zugeschickt bekommen, was mich wirklich immer wieder freut, wenn mich Rezensionsexemplare erreichen. So natürlich auch bei diesem Wälzer, ein irres Buch, wurde schon von mir gelesen, habe ich glaube ich in meiner letzten Bücherwoche auch darüber schon gesprochen. Ich bin eine Kingsianerin, ich liebe, was der Meister schreibt und ich lese das meiste dann auch von ihm. Es gibt natürlich immer mal wieder Bücher, die mich nicht so ansprechen wie Der Outsider oder auch Dr. Sleep zum Beispiel, der jetzt verfilmt wird. Da ich kein großer Shining-Fan bin oder war, hat mich Dr. Sleep auch nicht so wirklich interessiert oder auch diese Bill Hodges-Trilogie. Es spricht mich einfach aktuell irgendwie nicht an. Man weiß ja nicht, wie es in 10 Jahren ist. Die Bücher werden ja nicht schlecht. Aber Das Institut hat mich sofort angesprochen. Das geht eben um Kinder, die besondere Fähigkeiten haben in einem Institut, aufwachsen, untersucht werden, was auch immer. Und das ist natürlich schon sehr grausam und das ist eine Wahnsinnsidee, die dahinter steckt, die relativ spät in der Geschichte so auch ein bisschen präsenter wird und aber dann alles, was man irgendwie vorher gelesen hat, nochmal richtig umherdreht. Man muss, das sage ich einfach vorab, die ersten 150 Seiten stark sein. Das war tatsächlich ein bisschen sehr langweilig, sehr langatmig und ich habe nicht so richtig verstanden, warum das so viele Seiten in Anspruch genommen hat. Aber dann hat das Buch eine Sogwirkung und hat mich nicht mehr losgelassen. Dann ein Buch, da sind wir wieder bei Reiseabenteuer. Eine liebe Freundin von mir hat sich ein Buch gekauft, hat es auch gelesen, fand es auch gut und hat dann gedacht, Steffi, das ist auf jeden Fall auch was für dich. Und zwar ist das von Felix Stark, Paddle the World, mit dem Fahrrad um die Welt. Und das hat mich natürlich direkt dann auch angesprochen und das wusste meine Freundin und hat es mir dann sozusagen auch einfach dagelassen. Und da geht es um den jungen Mann, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt der wirklich ist, der 22 Länder, fast 18.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Das finde ich total Wahnsinn und das innerhalb eines Jahres. Ich weiß gar nicht, ob gerade hier das Alter steht. Jahrgang 1990. Und bin ich mega gespannt. Ich mag, wie gesagt, solche Reiseabenteuer super gerne und werde das auf jeden Fall auch in nächster Zeit lesen.
Dann sind E-Books bei mir eingezogen, und zwar The Wonderful Wild von Gesa Neitzel. Erstmal als E-Book, einfach weil ich das erste Buch von ihr tatsächlich auch als E-Book gelesen habe. Und Gesa Neitzel kennt man vielleicht mit Frühstück mit Elefanten. Da erzählt sie ihre Flucht so ein bisschen aus Berlin, dass das einfach nicht mehr ihre Welt war, der Job war nicht mehr ihrs. Und sie ist damit auch nicht mehr zurück, so richtig zurechtgekommen, ist nach Südafrika gegangen und merkt, wie ihr das Leben im Busch im Grunde eigentlich gut tut, was das mit ihr macht, wie das ihr Leben verändert. Und ja, jetzt ohne groß den ersten Teil zu spoilern, erzählt sie uns jetzt in The Wonderful Wild eben das Leben in Südafrika in der Wildnis als Wildhüterin und wird hoffentlich ganz viele Eindrücke sozusagen dalassen. Ich habe das Buch jetzt begonnen, werde euch also in der übernächsten Bücherwoche auf jeden Fall dazu auch ein bisschen was erzählen. Mir hat Frühstück mit Elefanten unglaublich gut gefallen, weil ich viele Gedankengänge von Gesa Neitzel einfach so gut auch nachvollziehen konnte. Und nicht, dass ich jetzt unbedingt direkt nach Südafrika auswandere, aber ja, Gedankengänge, die einen manchmal einfach beschäftigen, dass sie die auch einfach ausgesprochen hat. Und ich folge ihr auch so ein bisschen auf Instagram und sehe dann halt einfach so ihre Bilder auch so ein bisschen dazu und freue mich jetzt auch The Wonderful Wild sozusagen zu lesen. Und wenn mich das packt und begeistern kann, dann denke ich, wird das auch als echtes Buch bei mir einziehen. Der zweite Teil von Laura Kneidel, Die Krone der Dunkelheit, ist ebenfalls bei mir eingezogen. Darüber habe ich auch in der letzten Bücherwoche gesprochen. Ja, es ist ein zweiter Teil. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Es war tolle Jugend-High-Fantasy, die mich von der Welt einfach sehr gepackt hat, auch vom Sprachstil. Mir hat manche Wendung im ersten Teil nicht so ganz gefallen, beziehungsweise auch ein, zwei Szenen, die ich ein bisschen grenzwertig fand. Aber das Ende war dann schon ein sehr gemeines Ende, wie ich finde. Und deswegen war eigentlich klar, dass ich den zweiten Teil dann auch lese, wenn er rauskommt. Und so war es dann auch im September. Ich habe den zweiten Band, das kann ich eigentlich schon verraten, leider abgebrochen. Warum und weshalb, denke ich, guckt euch einfach in der Bücherwoche an. Ich packe die auch einfach mal unten in die Infobox. Wenn euch da die jeweiligen Bücherwochen zu den Büchern, die ich hier vorstelle, interessieren oder auch die Bücher, findet ihr die Infos auf jeden Fall unten. Und leider war das irgendwie nichts. Von Margaret Atwood erschien ja jetzt auch im September Die Zeuginnen. Das ist im Grunde der zweite Teil zu Reporter Markt. Und ich war lange ein bisschen kritisch diesem Buch gegenüber gestanden. Ich fand Reporter Markt sehr eindringlich, sehr grausam und wirklich auch sehr atmosphärisch und tief und dunkel geschrieben. Ich finde auch die Serie sehr gelungen. Ich habe bisher nur die erste Staffel geschaut, einfach weil mir wirklich zwei, drei Personen getrennt voneinander oder unabhängig voneinander immer wieder sagen, oh, man muss da schon in guter Stimmung sein, sonst zieht einen das unglaublich runter, wenn man weiterschaut. Und ich habe mich halt gefragt, ob man wirklich 10, 15 Jahre, ich weiß gar nicht, wie alt der Reporter Markt ist, wahrscheinlich schon sogar noch älter. Ich glaube, die erste Verfilmung gab es ja in den 80ern oder 90ern. Und dementsprechend, das Buch könnte auch schon 30 Jahre alt sein. Ich habe mich halt wirklich gefragt, was der Grund ist, weswegen man jetzt eigentlich eine Fortsetzung schreibt. Ist das wirklich eher so wegen dem Hype durch die Serie und auch einfach den Hype, den das Buch irgendwie nochmal so erlebt? Das ist dann bei mir immer so ein bisschen, aber ich habe ja auch hier wieder 3, 4 voneinander unabhängige Stimmen gehört, die davon geschwärmt haben. Und so war ich sehr happy, als das E-Book dann bei mir vom Verlag als Rezensionsexemplar eingezogen ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wie mich das begeistern kann. Und das werde ich auf jeden Fall auch im Oktober dann erzählen. Dann sind zwei Hörbücher bei mir eingezogen. Einmal Save Me From The Night von Kira Moon. Das ist der zweite Teil der Leuchtturm-Trilogie. Mir hat ja Show Me The Stars unglaublich gut gefallen. Es war ein total überraschendes Highlight und ich musste dann natürlich auch unbedingt den zweiten Teil hören in diesem Fall. Ich mochte die Idee von dieser irischen Küste, von diesem Leuchtturm, von diesem kleinen Örtchen, und wir haben eben eine Reihe, kein Buch, also eine Serie, keine Reihe, wo eben in jedem Band ein anderer Charakter erzählt wird aus dieser aus diesem Dörfchen, den wir eben vielleicht schon auch durch den ersten Teil und dann natürlich weiterführend auch im dritten Teil irgendwie kennen. Ich habe den zweiten Teil jetzt auch schon gehört. Ich glaube, das seht ihr dann jetzt in der kommenden Bücherwoche.
Und ja, es war eben einfach der zweite Teil zu einer ersten, zu einer Auftaktreihe, wo mir eben der erste Teil unglaublich gut gefallen hat. Und der dritte Teil kommt dann, glaube ich, im Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, was da so ein bisschen kommt. Der dritte Teil der Romantic Escapes-Reihe von Julie Kaplan hat es dann auch zu mir geschafft, die kleine Patisserie in Paris. Und ja, es ist natürlich ein dritter Teil. Der erste Teil war Kaffee in Kopenhagen, der zweite Teil war eine Bäckerei in Brooklyn und jetzt sind wir eben in Paris. Im Englischen habe ich gesehen, gibt es noch zwei weitere Teile, irgendwas mit dem Nordpol und den dritten habe ich schon verdrängt. Ich glaube, irgendwas mit Kroatien. Ich krieg's nicht mehr hin. Und zwar sind das ja Romantic Escapes, also romantische Fluchten, wo eben ja Frauen im Grunde ja aus ihrem jetzigen Leben irgendwie ausbrechen, irgendwas anderes machen wollen, sehen wollen, irgendwie unglücklich sind im Job, mit der Familie, mit dem Freund, wie auch immer. Und mir hat der Café in Kopenhagen unglaublich gut gefallen. Dieses Hückelige hat super viel Spaß gemacht. Und ja, war bisher auch wirklich mein Favorit. Der zweite Teil in Brooklyn war ein bisschen schwächer, weil auch so dieses ganze Feeling von dieser Bäckerei, was man daraus hätte machen können, ein bisschen gefehlt hat. Es war ein bisschen ja, vorhersehbarer als der erste Teil. Trotzdem bin ich sehr gespannt, was mich jetzt in Paris erwartet bei der Patisserie. Und werde ich jetzt dann auf jeden Fall auch im Oktober hören, weil das natürlich schon so ein Wohlfühlbuch ist, so ein bisschen, ja, wo man einfach so ganz tolle Momente hoffentlich bekommt, wenn es dann irgendwie draußen kalt ist und man sich dann irgendwie zu Hause einmummelt und dann ein schön Hörbuch hören kann. Ich glaube, dass das richtig, richtig toll wird. Und das letzte Buch ist bei mir dann als echtes Buch eingezogen und auch als Hörbuch. Es zählt aber nur als ein Neuzugang. Und zwar ist es Es war einmal, neue und klassische Märchen, Lesen ist ein Geschenk. Dieses Buch gibt es aktuell sowohl auf Amazon wie in Buchhandlungen als auch zum Beispiel bei Audible kostenfrei. Und ich habe das bei Amazon entdeckt und habe es mir dann bestellt. Und ja, es ist wirklich kostenfrei, es hat nichts gekostet und es sind eben ja neu interpretierte Märchen unter anderem mit dabei. Und ja, aber natürlich auch eben einfach Altbekannte fand ich richtig, richtig schön. Ich habe mit dem Hören angefangen, freue mich aber dann auch, ja, vielleicht die ein oder andere Geschichte gegen Ende dann zu lesen. Es sind hier die schönsten Klassiker der Gebrüder Grimm, dazu 5 Neuinterpretationen voller Zeitgeist, geschrieben von erfolgreichen deutschen Autoren, deren Namen ich natürlich wie immer direkt schon wieder verdrängt habe. Wir haben Poppy J. Anderson, Inni Lorenz, Noah Fitz, Friedrich Kaltenstein und Halo Summer. Ich vermute mal, man spricht sie so aus. Man hat auch immer Vorworte, zum Beispiel von Joey Kelly, Steffen Hensler, Birgit Schrowange, Nasan Eckes, Friedrich Kaltenstein, Ingo Nomsen, Peter Klöppel, Inni Lorenz, Olivia Jones, ja und so weiter und so fort. Unter anderem zum Beispiel auch von Jens Lehmann, der hat was zu Frau Holle erzählt, fand ich total schön, auch einfach, weil ich ihn so super sympathisch finde. Und ja, ich fand das eine sehr coole Aktion, dass zum Weltkindertag eben ein Märchenbuch ja sozusagen geschenkt gibt und dass es das eben in allen Varianten auch umsonst gibt, also sowohl das echte gedruckte Buch als auch das E-Book oder eben bei Audible auch das Hörbuch und ich lasse mir da eben auch das ein oder andere Märchen jetzt vorlesen und finde das richtig, richtig schön und ja, kann das bisher auf jeden Fall nur empfehlen. Und das waren sie jetzt auch schon, meine 13 neuen Bücher aus dem September. Ich finde es eine sehr interessante und schöne Mischung. Mich hat auch gefreut, dass so das Gleichgewicht zwischen den drei Formaten so ein bisschen gegeben war. Das ist ja immer was, wo ich sage, ich möchte versuchen, dass ja jedes Format, also egal welche Art des Buches, bei mir im Grunde einfach ja eine Chance hat und gelesen wird oder gehört wird. Und das gefällt mir im September, glaube ich, tatsächlich besonders gut. Zudem habe ich auch einfach mehr Bücher gelesen als gekauft, was auch immer sehr schön ist und mich freut. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr zu meinen Neuzugängen erzählt, ob ihr vielleicht das ein oder andere Buch auch zu Hause habt, vielleicht schon gelesen habt oder demnächst lesen wollt, ob ihr ja auch vielleicht Tipps habt, die in eine ähnliche Richtung gehen als die Bücher, die ich vorgestellt habe. Lasst mir das gerne in den Kommentaren da und schaut einfach mal in der Infobox vorbei zu den Infos der Bücher. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, habt einen schönen Oktober und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.